Wenn man ein Foto von sich machen will, braucht man einen Führerschein, einen Fotoapparat und ein Auto. Wagen starten, losfahren, Höchstgeschwindigkeit 30 Kilometer in der Stunde. Für das Foto muss ich etwas schneller fahren. Und dann gibt es dort diese Streifen auf der Straße. Es gibt den Fotoapparat. Ich fahre über die Streifen. Unter diesen Streifen befinden sich in der Straße Kabel. Und die Kabel führen bis zum Fotoapparat. Wenn man zu schnell fährt, dann wird ein Foto gemacht. Hier gibt es mehrere Streifen. Streifen A, Streifen B und dann gibt es noch Streifen C und Streifen D. Mit diesen Streifen wird die Geschwindigkeit gemessen. Also wie schnell komme ich von A nach B? Sobald ein Auto über die Streifen fährt, errechnet der Computer die Geschwindigkeit. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal, denn es gibt ja noch den Streifen C und Streifen D. Und wenn beide Geschwindigkeitsmessungen weit über der Höchstgeschwindigkeit liegen, dann wird ein Foto gemacht. So, hier in dem Brief ist es drin und da ist mein Foto. Ach, ich bin gut getroffen.